Hallo, wir stehen hier am Heck der Benjamin Franklin, einem Containerschiff der französischen Reederei CMA CGM. Wir Passagiere, das sind Marie-France, Jean-Marc, Martin, Kamera und Jochen, Regie, wollen den Zuschauern einen Eindruck von diesem, unserem Schiff, vermitteln und gehen nun auf dem Backbord-Außengang in Fahrtrichtung links bis zum Bug. Auf dem Weg machen wir Angaben zum Schiff und berichten über die bisherigen Reiseerlebnisse. Der Antriebsmotor, ein 11-Zylinder, Zweitaktmotor von MAN, leistet ca. 70.000 kW, was etwa dem entspricht, was 700 Mittelklassewagen aufbringen. Wir fahren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 18 Knoten, was 33 Kilometer pro Stunde entspricht. Die Länge unseres Schiffes beträgt fast 400 Meter. Genau sind es 399,2 Meter wegen der Klassifizierung und der damit verbundenen Kanal- und Liegegebühr. Die Breite beträgt 54 Meter, sodass 21 Container nebeneinander geladen werden können. Insgesamt kann dieses Schiff 20.000 Standardcontainer transportieren. Der Abstand von unserem Außengang zur Wasserlinie beträgt 14 Meter. Nun ein Kurzbericht über unsere bisherige Reise. In Singapur sind wir vier Passagiere am 9. Juni 2019 an Bord gegangen. Wir passierten zunächst die Singapore Strait und dann die Malacca Strait durch den 8 Grad Nord Kanal zwischen Minang Khoi und Malediven erreichten wir das Arabische Meer, wo uns die Ausläufer eines Tiefdruckgebietes Wind der Windstärke 8 und 4 Meter hohe Wellen bescherte. Wir umschifften das Horn von Afrika und erreichten den Golf von Aden, ohne Kontakt mit den Piraten zu haben. Die Passage des Suezkanals am 21. Juni war ein Highlight. Lediglich das Verhalten der Kanallotsen, die Teile unserer Fotos konfiszierten, war unglaublich. Von Port Said, dem nördlichen Endpunkt des Kanals, nahmen wir Kurs auf Algeciras in Spanien, passierten Steuerbord Kreta und Sizilien. Nun erreichen wir das Vorschiff. Hier befinden sich die Ankerwinschen und die Winschen, über die das Schiff mit Trossen im Hafen festgemacht wird. Ein Blick durch diese Klüse zeigt die Bugnase des Schiffes, durch die der Strömungswiderstand des Schiffes sehr stark vermindert wird. Als wir den Hafen von Singapur verließen, brachte der Lotse mir gegenüber folgende Rechnung. Wenn man die Ladung dieses Schiffes aneinander stellt, dann wäre die Strecke so groß wie die Landgrenze Singapurs.
Auf dieser Prinzipskizze kann man nochmal die Abmessungen dieses Schiffes erkennen. Einerseits der Freibord zwischen der Wasseroberfläche und unserem Gang. Dann die Brücke, von der wir aus das ganze Schiff beobachten, liegt 50 Meter über dem Wasserspiegel. Die Antennen sind gut 57 Meter über dem Wasserspiegel. Wir verabschieden uns von Bord der Benjamin Franklin. Die Reise mit unserem Containerschiff hat uns mit dem Leben an Bord eines Frachtschiffes vertraut gemacht und uns weitere Horizonte eröffnet. Die Reise von Singapur durch den Suezkanal nach Europa wird sicher in unserer Erinnerung bleiben.